3, 2, 1. Deins. Willkommen bei eBay. Du hast keine Ideen, Mann. Du hast keine Ideen. Ich will hier mal voll die coolen Anfänge machen und du hast gar keine Ideen. 3, 2, 1. Was soll ich denn dazu sagen? Hier, wir wollen erstmal Borowski reinholen. Der ist wahrscheinlich auch wieder... Ja, super. Tschüss, Bargfrede. Was ist dieser Blue Boom? Das ist auch super. Ja, wir haben eine große Frage. Was wollen wir hier rein? 3, 2, 1. Siegen des Vereins. Siehst du? Da hast du aber lange nachgedacht. Ich denk mal kurz eine halbe Stunde nach. Bis später. Wir sehen uns im Spiel. So, Stuttgart, die sind zwei Plätze über uns. Und wir wollen nach oben. Wir wollen nach oben. Das ist richtig. Die Devise lautet ab nach oben. Bönisch, der muss auf jeden Fall rein. Schütz, Schmitz. Hier, Rechtsverteidiger, was für Schmitz. Und da sehe ich gerade Taschi bei Stuttgart. Das erinnert mich an die Türken. Und die haben ja vor kurzem erst gegen Türkei ein Länderspiel gehabt, ne? Und das haben sie ja mit 3-1 gewonnen. Ja, damit sind die Deutschen durch und die Türken müssen zittern. Das ist wohl wahr. Die Belgier an zweiter Stelle. Ich weiß gar nicht, wen ich jetzt hier reinholen soll, ne? Für Fritz, den Mut. So kann ich es machen. Wir haben nur Verteidiger auf der Bank. Weißt du was? Wir machen das. Wir machen dann, wir holen uns Karten für die EM in Polen oder Tschechien. Je nachdem, wo die dann mal spielen. Ein gutes Spiel. Und dann machen wir. Aber wer bringt es denn da hin? Wer bringt es denn da hin? Wir trampen. Ja. Das dürfen wir nicht. Und dann machen wir. Ach ja, stimmt. Aber zusammen sind wir 26. Ja. Ja, müssen wir uns unsere Eltern fragen, ob sie uns nach Polen fahren. Hey, Junge, Mann! Ja, und dann machen wir auch so eine kleine Videotour. Ja. Ich denke auch. Showdown in Polen. Außerdem gehen wir da sowieso schon ohne was hin. Da passt ja. Da machen wir die Zockerboys draus, ne? Zockerboys? Ja. Das ist der neue Channel. Die Zockerboys ja, und Zocker Dudes und Zockerboys und Tour. Weil das ist. Dann ziehen wir auch unsere Schuluniform an. Und machen unsere Schulmädchenstrümpfe rein. Strümpfe. Zöpfe rein. Ja. Ja. Genauso wie. Schön, setze sich durch! Oh. Ulreich! Arnautovic, kam da nicht ran. Komm, Arnautovic, gib ihm Grätsche. Da wo? Tak! Zack, zack. Zack, zack, wir schon. Tambo läuft da weg! Und. Yes, Unterhaltung! Das hat er ja verdient reingehauen! Mann, ey, was ist denn da? Warte! Der Torwart liegt da wie ein Stein auf. Das kann man sich ja gar nicht ansehen. Guck mal. Was macht denn der Torwart da? Wahnsinn! Genial! 1-0 nach 5 Minuten! Freunde, das wird heute ein Fest! Pizarro. So, hier schickt er den Marter. Oh, komm hier. Das macht er mal. Oh, doch nicht. Aber jetzt. Naldo. Da war er wieder. Oh, Wolf. Läuft da mal eben. Auf dem Feld, ja. Lange nicht mehr. Oh. Eindeutig abseits. Tim, okay. Hat er nicht gekriegt. Zack. So, hier, komm, dann möchte Otaro ein bisschen rumlaufen. Zu spät. Ja, beziehungsweise... Da hat Arnautovic keine Lust mehr zu laufen. Ja. Ein Wurf. Ah, das war die falsche Richtung. Ich wollte mal testen, ob meine Tricks noch funktionieren, aber ich habe schon ein paar Mal ausprobiert, aber irgendwie kam da kein Schüsschen oder kein Trickchen. So, hier, gib ihm. Ach.
Boah, da laufe ich vorbei. Gerhard. Oh. Ja, das ist, Die kämpfen da drüben. Die kämpfen hier auch noch. Ja. Hätte er zwei versuchen sollen, den Ball aufzuhalten. Ja, Gelotzi. Naldo. Boah, schöner Schuss. Ich dachte, da fliegt noch ein Ding rein. Wahnsinn. Dicker Fernschuss hier. Ja, die haben auf jeden Fall mal ein paar ordentliche Schüsse drauf. Im Gegensatz zu uns. Ja. So, jetzt vielleicht. Nee. Hui. Den hat diese... Läuft dran vorbei. Einmal aus dem Stadion raus und wieder rein. Ah, ah, ah. Ah. Ach, Mensch. Schade, schade, schade. Das sieht schon nicht schlecht aus, was wir da im Angriff haben, aber Chanceverwertung ist noch leider nicht 100%. Nur 50%. Die Chanceverwertung ist immer schlecht. Ja. Ach. Ja, er hat ihn schon umgenietet, ne? Ne. Ne? Also ich sag mal, wenn jetzt die alle, die würde spielen sollten, wirklich auch mal fair wären, ne? Dann würden ja keine Karten fliegen. Chance. Oh, schönes Doppelpassspiel. Tja, aber da waren. Schade. Ich hab geschaut, wo du dich versucht hast freizulaufen, um da irgendwie hinzupassen. Ach, verdammt! Da ist das 1:1 auch wunderbar rausgespielt. Also da zack. Ja, eindeutig Abwehrfehler. Das ist so ätzend. Man weiß immer, eigentlich denkt man, man weiß, wo die hinspielen. Und dann lupft ihn wieder in den Grätschen. Ja, das können nur die Gegner. Hier hast du den Ball. Ich mach nochmal mal. So. Wo geht der denn hin? Okay. Irgendwie, ich hab's noch nicht verstanden mit dem Pässen. Irgendwie hat das keiner von uns verstanden. Ja, okay. Oh, Timborowski! Timbo! War es nicht Marie? Nee, es war Borowski. Achso, okay. Ah ne, ich hatte mal ein Stück daneben. Ging dann doch ein bisschen daneben. Aber war mal schön. Borowski hat natürlich auch eine. Wammermama, Wammermama. Wammermama. Hammermama, Hammermama. Du bist Wammermama. Wie du verschießt den Ball in dem Augenblick. Ja! Ey! Oh, Jungs, ihr steht euch doch alle auf dem. Ach! König! Lauf! Was sind das alles hier für Nulpen? Ja, es war eine herrliche erste Halbzeit. Ja, ich sag mal! Es steht schon sehr gut für uns. Mit einem 1:1 fliegen wir vorne. 1:1, da muss noch was gehen. Ja, das ist auch meine Meinung. So, soll ich mal weggrätschen? Dann gib mir mal richtig Turbo-Granate. Gut, dass der Gegner nicht die Chancen genauso verwertet wie wir. Oder schön, dass er sie genauso verwertet wie wir. Gut, dass er sie nicht so verwertet. Vielleicht wollte eigentlich sein, dass er sie nicht verwertet, aber dann habe ich schon was anderes gesagt. Und dann dachte ich so, aber ja, aber nein. Oh, perfekt gepasst. Der hat sich doch nur fallen lassen, eigentlich, oder? Ja, wenn er den Fall
Kannst den Vogel. Hast du noch? Nee, nee. Werde aufgehalten, ja. Wie cool ist das denn, ey? Er wird aufgehalten. Aber er hat ja auch dann gefoult, weil er den Ball hat. Da laufen ohne Ball weiter. Das Spiel ohne Ball. Oh. Ja, es ist einfach wie verhext manchmal. Oder immer. Hockey. So, da läuft er, da läuft er. Ach, schade. Borowski! Da, guckt euch den Trainer an! Der Trainer macht genau dieselbe Handbewegung wie ich gerade. Eieieiei. Da kriegt er ihn! Gegen vier Stuttgarter. Oh. Da streift er das Netz noch! Das Außennetz. Schade, gute Möglichkeit. Ja, wenn er bei einem Tor ist, ne? Aber es ist doch das gleiche Netz. Ja, aber es ist das Innennetz, ja. Ist ja innen vom Netz. Es gibt ja innerhalb des Netzes und außerhalb des Netzes. Aber das Innennetz klingt so, als wäre noch ein anderes Netz sozusagen. Ein anderes soziales Netz. Oh Mann, ey. Ja, also wir haben noch ein paar Minuten. Noch ein paar Minuten. Ja, ich habe das Gefühl, manchmal dürfte man auch ruhig auf Anfänger spielen. Finde ich auch echt. So langsam reicht's hier. Die Spiele gehen ja nur noch wieder. Also dann nimm ihn schön mit der Hand mit. Ich war ganz nah dran. Was macht Wiese da? Geh ins Tor, Mann! Oh, ich sehe schon. Stuttgarter drücken, die wollen den Sieg. Natürlich für die Gegner. Selbstverständlich, für wen auch sonst. Ja. Super, Marin! Jetzt lauf doch mal ein paar. Aber Dumbo kann ihn nicht richtig passen. Und das ist ein klares Foul. Dafür gibt es auch gleich mal die gelbe Karte. Naldo sieht da gelb. Wo war denn das? Also. Also ich habe da keinen Spieler gesehen. Ich habe da keinen Ball gesehen. Yay! So. Super. Pizarro, machen wir wieder. Arnautovic läuft oben. Ah, ich konnte mich nicht von dem lösen. Der irgendwie klebt dich an seinen Hinterbacken. Keine Ahnung. Schade, schade. Oh, gerochen, aber doch nicht. Genau wie da und da und da und da. Und grundsätzlich rieche ich gar nichts mehr. Ich komme nicht dazu, woanders hinzulenken, weil die stehen ja schon da, wenn er annimmt. Man muss erstmal Dumbo aushelfen da. So. Sieht da. Oh. Kann er den Ball leider nicht mitnehmen. Vielleicht sollen. Weißt du was? Wir versuchen jetzt einfach mal nicht zu verlieren. Das ist erstmal eine sehr gute, positive Einstellung natürlich. Wiese geht ins Tor, Mann! Wir sollten vielleicht auch noch die andere Einstellung haben. Wir sollten jetzt mal gewinnen. Na, wir sollten vielleicht mal die Pässe, ne, wenn wir jemanden da durchschicken wollen, durch die Mitte oder so. Vielleicht sollten wir das mal hoch versuchen. Weißt du? Erstmal würde ich gerne den Ball behaupten. Dann dreh ich durch bei sowas. Da ist man schon dran und man kann ihn nicht kriegen. So, und lauf! Mondstein fliegt und Sieg. Ja, das coole Sailor Moon Let's Play, der Teaser. Hast gesehen? Hat es echt angeregt, ich muss schon sagen. Mama, Mama. Oh, was ist denn das für eine Flanke? Assi, Mann. Wo kommen die Spieler denn her? Vejano. Yeah, frisst da. 81. Minute, komm schon, Jungs, Jungs, Jungs. Oh, hier, falscher Mann. Toll gebaut den Ball. Er lässt sich den einfach ablaufen. No! Ich kann nur noch hochlegen! Abseits. Ja, das war so offensichtlich. Ja. Die Abseitsfalle ist aber ganz schön. Fünf Leute da, ey. Ja, das ist doch offensichtlich hier. Schick ihn kurz, also flach so.
Durch die Mitte. Mit was? X? Oder? Nee, mit Kreis unten gedrückt und dann. Ja. Dabo. Nein! Da haben wir die Lücke gehabt. Wo soll ich hin? Ja, ich weiß es auch nicht. Aber unsere Leute haben sich da leider gegenseitig. Ach, Mann! Was gibt es? Gibt es irgendwie eine Ecke? Ecke. Okay. Zack. Keine Chance, du. Es ist wie im Hexenkessel. Das ganze Tor ist frei, du. Ich glaub's nicht. Aber ich habe auch keinen Knopf gedrückt. Das Ping-Pong, ja. Oh. Da steht der Torwart an der Seite und redet noch irgendwie mit seiner Frau. Das gibt's mal. Er kann sich echt nur noch tausendmal ins Gesicht klatschen. Ja, Mann, das kenne ich. Yes, Ronaldo tankt sich durch. Dass er ihn auch noch reingekriegt hat, das glaubt man ja nicht. Kurz vor Ende. Da sind die beiden roten Pumuckl. Wahnsinn da! Ich hätte die ganze Zeit rumpasst in mir. Ich stehe doch so frei. Ich dachte, ey, das sieht so perfekt aus. Zu! Yes! Da kommt auch der Torwart nicht mehr dran. Da kann er sich lang machen, wie er will. Ist ja auch ein 1A-Stürmer oder Spieler dieser Urteile, ne? Ein Mittelfeldspieler eigentlich. Aber er macht die Dinge auch aus den unnötigsten Situationen. Wahnsinn! Er spielt sie sogar durch die Gegner durch. Also er hat da so einen Wallhack entdeckt. Und wie viele Minuten in der Nachspiel... Ja, in der 89. Ist noch alles offen, noch alles offen. Ist nein, alles unser Tor. Nein, Mann, wir gewinnen gegen Stuttgart. Schiedute. Super. Hat er nicht. Oh, da kann man nicht dran. Was ist denn das? Was soll ich denn machen? Ich war erst ein anderer und dann bin ich wieder der andere und dann bin ich nochmal jemand anderes und dann... Und dann, ich weiß auch nicht, wer ich bin. Ja! 3 Punkte gegen Stuttgart mit einem 2:1 Heimsieg. Geh mal auf Tore. Ich will mal sehen, ob es da eine Vorlage gegeben hat. Zählt dir das letzte? Nee, das war ein Alleingang. Zweimal Ronaldo. Einmal für uns, einmal für den Gegner. Karten für Naldo. Da ist 1:0. Der Torwart sah so dumm aus. Er ist überhaupt nicht aufgestanden. Natürlich gewinnt Bayern, wie erwartet. Dortmund natürlich auch. Wolfsburg. Köln unentschieden. Hamburg unentschieden. Wir haben uns hochgespielt, offensiv. Juhu, das ist schon fast Europa League Platz. Yay. Ja, mit den O2 Kosten eher so. Also wie das mit dem Lied. Ja, Hamburg klettert auch hoch. Schauen wir uns doch einfach mal, wie es in der Liga gerade aussieht an. Oh, was kommt? Die Fans sind glücklich nach Hause gegangen. Ein Heimsieg ist immer eine tolle Sache. Weiter so. Böhnisch möchte reden. Wusste ich, du hast mit den Lippen. Das war eine angenehme Überraschung. Ich hatte nicht damit gerechnet. Die vollen 90 Minuten spielen. Ja, tut uns leid. Wir haben leider vergessen zu wechseln. Sonst wärst du gleich als erstes rausgegangen. Ein Spieler möchte reden, ja. Ja, hat er ja. Oder kann man da was zu sagen? Nee, hier. Hier nicht. Aber hier in das... Oh, wen wollten wir aufstellen? Doch, das haben wir gemacht, ne? Borowski. Das war eine angenehme Überraschung. Ja, und Borowski hätte ja fast einmal getroffen sogar. Ja, Borowski, der gute Mann. Verhandlungen, laufende Verhandlungen, was steht denn da? Immer noch. Gestern der immer noch ausstehen. Kann man, ich finde das irgendwie ätzend, dass man nicht sagen kann, hier nimm 11 Millionen oder so. Dass man nicht selbst da was in der Hand hat, sondern dass es irgendwie per Zufall gemacht wird. Also beim Manager kann man das wenigstens machen, dass man sagt, yeah, kriegst noch ein Auto dazu und ein Haus oder irgendwie sowas können sie sich doch einfallen lassen, aber das ja, soll nicht immer sein. Kann ich gar nicht machen. Nee. Gut, dann sehen wir uns zum... Warte, ich kann mal vorspulen, was gibt's denn hier? Dynamo Dresden. Und Teil hat die meisten Tore. Dambo hat die besten Bewertungen. Und dann müssen wir gleich auch nochmal in die zweite Liga gucken. Das war ja...
ein Wunsch von Death Hunter, mal zu gucken, wie es in der zweiten Liga aussieht. Das können wir gleich nochmal machen. Ja. Es hat eine Veränderung gegeben. Ja, ich sehe es. Hammer. Wahrscheinlich die Tagesform. Okay, schauen wir mal, was sie von Fenerbahce zu erwarten haben. Ja, es geht nach vorne. Mhm. Sie lauern gerne auf Konter und versuchen dann mit langen Bällen ihre Schnelligkeit auszunutzen. Okay. Alles klar. Geben sie ihr Bestes, selbstverständlich. Gruppenphase hat begonnen. Sehr gut. Das wissen wir. Fenerbahce lesen die Trainingspläne. Batsche, Fenerbahce. Liebevoll die Klatsche für Fenerbahce. Das Training hier einmal kurz anklicken. So, und ja, wo ist denn das eigentlich? Information. Turnierinformation. Und... Oh, da. Zweite Bundesliga. Tabelle. Fortuna Düsseldorf ist ja wie bei uns jetzt gerade. Energie Cottbus an zweiter Stelle. Und Bochum. Mensch, das sieht ja interessant aus. Rostock, 9. Und Pauli, 11. Mai. Da dann los. Ja. Greuther Fürth, da haben wir ja noch Erinnerungen dran. Genau, wie Braunschweig. Das war ja, glaube ich, das erste Pokalspiel in PS 2011. Die ein gutes Spiel gemacht haben, Platz. Und Aue, leider auf dem 15. Platz. Ja, Herzgebirge Aue, leider 15. Aber sei froh, es könnte schlimmer sein, wenn sie auf dem Abstiegsplatz wären. Genau, da wollte ich nochmal hier die Torjägerkanone anschauen. Genau, da kann man... Otaldo, mit 2 Toren auf Platz 8. Hat die meisten Tore aus unserer Mannschaft wieder dabei. Mhm. Ist schon schön auf der Dings. Otaldo hat die meisten Tore und Dambo hat die besten Bewertungen. Aber, naja. Aus der Mannschaft wahrscheinlich. Ja. Wer ist denn da? Wesley als Vorlagennehmer mit 1. Ja, auf dem Platz 16. Ja, gut, dann sehen wir uns zum nächsten Teil. Den ist wieder heiß. Heißt Fenerbahce. 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 Ja, gut. Dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Schaut wieder rein bei den Zocker-Dudes.